Herr Börjesson, Sie sind in Fitnessclubs auch unterwegs. Verdeckt haben wir ja schon gehört auch. Sie sehen sicherlich auf den ersten Blick, ob jemand da mit verbotenen Präparaten arbeitet an seinem Körper oder nicht. Wenn Sie die Leute dann darauf ansprechen, hören Sie ähnliche Ausreden oder sind die eigentlich ganz ehrlich zu Ihnen und sagen, ja, ich mach was? Also die offensichtlich Gedopten, das sind natürlich alles Kinder, sage ich mal, oder die schon im Brunnen irgendwo gefallen sind. Also die kann man gar nicht großartig in Sachen Prävention erreichen. Mir geht es ja hauptsächlich um den gesunden Sport. Mir geht es hauptsächlich auch ganz klar darum, dass Doping eingegrenzt wird, beziehungsweise dass die Möglichkeit besteht, gerade auch die Jugendlichen, dass die wieder den gesunden Sport machen können. Mhm. Nun haben, Herr Simon, ja Spitzensportler auch eine Vorbildfunktion auf ganz normale Menschen. Wenn dann einer gedopt hat, haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo sowas also richtig schief gehen kann? Wir sehen es jetzt sehr aktuell bei Maria Sharapova. Da ist ja das Meldonium-Doping nachgewiesen worden und daraufhin gab es einen Run auf das Mittel. Es wurde halt vermehrt gekauft, jetzt ziemlich sicher auch für den Hobbybereich, sodass wir diesen Werbeeffekt unmittelbar nachvollziehen können. Wir greifen ja nicht nur im Sport zu irgendwelchen, also wir, ich nicht, aber manch einer, zu irgendwelchen Tropfen und Pillen. Es gibt auch viele Medikamente, die man im Alltag nimmt für ganz andere Dinge, nämlich zum Beispiel die Steigerung der geistigen Aktivität. Stress im Job, Termindruck, lange Arbeitszeiten, ausgebrannt. Kein Problem. Jetzt gibt es Werbung für Hirndoping. Das ist Science Fiction. Noch. Denn schon heute gibt es Medikamente, die die Gehirnleistung steigern sollen. Zum Beispiel Aricept, ein Medikament gegen Alzheimer, soll das Gedächtnis verbessern, auch bei Gesunden. Vigil, zugelassen als Mittel gegen Tagesmüdigkeit, eingesetzt als Wachmacher bei Schichtarbeit und Jetlag. Und Ritalin, Tabletten für Kinder mit Zappel-Philipp-Syndrom, steigert bei gesunden Erwachsenen angeblich die Konzentration. Katrin Pasig, Autorin und bekennende Jobdoperin. Sie bekommt Ritalin auf Rezept gegen Narkolepsie, krankhafte Müdigkeit. Aber sie nimmt die Tabletten auch gezielt zur Arbeit. Bei Sachen, die eher lästig sind, das dann funktioniert dann ganz praktisch, also fast mechanisch. Ich nehme eine halbe Tablette. Es macht wach und das macht so ein bisschen, ich glaube, normale Leute fühlen sich so, wenn sie ziemlich viele Espressi hintereinander gekippt haben, dann also ein bisschen mit Herzrasen. Man fängt an den Händen und den Füßen zu schwitzen. Und meistens ist es dann so, dass ich mit der Arbeit angefangen habe, wo ich eigentlich noch weiter trödeln wollte, ohne es überhaupt zu merken. Medikamentenmissbrauch zur Leistungssteigerung, ein Tabuthema. Laut einer Studie nehmen 2 Millionen Menschen in Deutschland Aufputschmittel oder Beruhigungstabletten. Oder Psychopharmaka, wie Ritalin. Die betriebliche Struktur ist sehr viel schneller, sehr viel enger geworden. Du musst, also so diese Disziplinierungstechnik, Demutstressur. Und da kann man, also ich glaube, das wird überhaupt gar niemand bestreiten, einfach eine kontinuierliche Zunahme von Stress, von Druck feststellen. In Deutschland sind Psychopharmaka rezeptpflichtig. Ritalin fällt sogar unter das Betäubungsmittelgesetz. In den USA dagegen wird darüber diskutiert, Medikamente zur Leistungssteigerung ganz freizugeben. Für die Pharmaindustrie wäre das ein Riesengeschäft. Für die Menschen, die diese Mittel nehmen, ein unkalkulierbares Risiko. Denn Langzeitstudien gibt es nicht. Also, Herr Simon, gerade bei diesem Ritalin, da habe ich tatsächlich auch schon im Bekanntenkreis gehört, ja, das ist doch ganz harmlos, das kann man mal nehmen und das bringt ganz viel. Wie würden Sie die Gefahren einschätzen? Es wurde schön beschrieben, wie es wirkt. Das Ganze geht aber in die Richtung Depersonalisierung. Also wir würden sagen, die Person entfremdet sich selbst. Denn dass man dann arbeitet, obwohl man dazu eigentlich keine Lust mehr hat, wie im Beitrag gezeigt, ist ja nicht normal. Man verhält sich auch anders. Und es ist auch schon Kollegen von mir aufgefallen, dass eben andere Kollegen solche Substanzen wohl konsumieren und dann auch Vorträge ganz anders halten, als wenn sie die Mittel nicht nehmen. Mhm. Ist natürlich dann auch eine psychische Abhängigkeit, wenn man sich vielleicht in diesem anderen Zustand besser gefällt. Wie ist das bei Kindern? Das ist doch bestimmt auch besonders gefährlich.
Na, es gibt jetzt die ersten Ritalin-kritischen Studien zur Langzeitwirkung. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber eben, dass dauernde Einnahme dieser Substanz nicht gut sein kann, wird inzwischen nicht mehr groß bestritten. Sondern es geht jetzt darum, eine Abwägung zu treffen, wie lang muss ein Kind, was betroffen ist, so eine Substanz nehmen. Und diese Abwägung muss eben der Facharzt machen. Und die kann nicht einfach ein Hausarzt vornehmen. Und das ist sehr häufig eben auch ein Problem, dass solche Substanzen gar nicht fachärztlich verschrieben werden. Mhm. Nun könnte man sich ja vorstellen, wenn so ein Kind erst eine gewisse Zeit lang sowas nimmt und dann in der Lage ist, immer mehr Wissen, gerade in der Schule, zu speichern und gut ist und so gut durch die Schulzeit kommt, dass das vielleicht zunächst mal einen positiven Effekt sogar hat. Das könnte sein. Allerdings muss man sich dann natürlich fragen, wie es mittel- und langfristig aussieht. Und nennen Sie mich Angsthasen, aber ich komme da gar nicht in Versuchung, weil ich mir sage, es ist mir viel zu riskant, was da in 5 Jahren mit meinem Körper, mit meinem Hirn passiert, als dass ich dieses Risiko eingehen möchte. Aber das wird durchaus individuell anders entschieden. Das kann ich auch irgendwo akzeptieren. Aber auch da müssen wir genauso wie bei Genussmitteln, die versteuert werden müssen, oder eben auch bei illegalen Drogen irgendwann einen Grenzstrich ziehen. Herr Börjesson, der Wunsch ist ja immer, durch so einen Griff zu so einem Mittel sich zu optimieren. Auch wenn wir jetzt gehört haben, dass es auf lange Sicht offenbar nicht der Fall ist, sondern eher das Gegenteil. Was glauben Sie, woher kommt dieser Wunsch bei uns? Ja, also der Wunsch wird natürlich auch immer größer jetzt. Man muss sich überlegen, wir leben natürlich in einer Hochleistungsgesellschaft. Wir müssen alle funktionieren. Und da versucht man natürlich, gerade auch die Jugendlichen sind ungeduldig, versucht man ganz schnell seine Leistung dann abzurufen, zu bekommen. So eine Art Zauberpille da zu finden für sich. Und wenn man natürlich dieses schwarze Buch als Beispiel dann auch noch mal findet und sich bestellen kann oder auf diese bekannte FIBO-Messe dann geht und sich das dann kaufen kann, ja, hat alles einen Anstrich der Legalität irgendwo, nach dem Motto, da sind die richtigen Mittel, da sind die richtigen Dosierungen, die stehen da drin, und wenn ich dieser Angelegenheit dann folge, da kann mir gar nichts passieren. Ne? Und alle anderen, die Nebenwirkungen erlitten haben, so wie ich hier zum Beispiel, man kennt ja meinen Fall, der hat was falsch gemacht. Ich mache alles richtig. Ne? Das ist ein sehr guter Punkt, wenn ich da einhaken darf. Das wurde vorhin schon angesprochen, aber es gibt einfach keine ausreichende professionelle Beratungsstruktur für die Leute, die dann eben zum Beispiel an solche Informationen gelangen und dann schon so Fragen noch haben. Was machen die? Die chatten womöglich. Aber das ist sicher nicht die Information, die sie brauchen. Im skandinavischen Bereich hat man da schon lange reagiert. Da hat man gesagt, okay, wir brauchen professionelle Beratungsstellen. Da sind auch Leute eingestellt, die dann tatsächlich an der Basis Arbeit machen, so wie Sie. Das haben wir nicht. Im ganzen universitären Bereich nicht so richtig. Also nochmal der Appell, wenn Sie von einer öffentlichen Stelle sind, melden Sie sich bei uns, nehmen Sie Kontakt auf zu Herrn Börjesson, der ist sicherlich dafür dankbar. Das können Sie ganz einfach über unser planetwissen.de-Portal machen. Und ich möchte Sie da auch mal ermutigen, noch mal weiter zu klicken. Wir sind ja auch auf Facebook für Sie da und wir möchten wissen von Ihnen passend zu dieser Sendung. Haben Sie vielleicht auch ganz natürliche Mittel, um sich fit zu halten, um sich quasi auf natürlichem Weg zu dopen, abseits dieser ganzen verbotenen Mittel? Wenn ja, schicken Sie uns doch mal Ihre Tipps, posten Sie ordentlich. Wir sind gespannt, was da kommt. Hirndoping, extremer Sport, Körpertuning, all das, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, lässt uns doch gerne vergessen, dass die allermeisten Deutschen ein ganz anderes Problem haben. Sitzen, sitzen, sitzen. Was passiert eigentlich mit uns, wenn wir uns nicht bewegen? Diese beiden, Nadja und Arthur, sind heute für eine Studie der Deutschen Sporthochschule Köln sogar zum Dauersitzen verdonnert. Denn die Forscher am Zentrum für Gesundheit und Bewegung haben schon seit langem einen Verdacht. Macht Pause.